Guten Morgen zusammen. Es ist gleich 8 Uhr. Leichter Sonnenschein, wie ihr sehen könnt. Und heute geht's nach Coburg. Und hier ist die Burg, ja, oberhalb von Coburg. Dort wollen wir mal starten mit dem Ganzen und einen schönen Tag hier verbringen. Wenn ihr mögt, bleibt gerne dran und schaut, was da noch so kommt. Aber der erste Eindruck ist wunderschön. Es sind 2 Grad, ein bisschen windig, aber dick anziehen geht ja immer. Also, los geht's! Hier beginnt jetzt der Weg zur Feste, nennt sich das Ganze. Schön übers Kopfsteinpflaster hoch. Sehr ansprechend, so das Ganze drumherum und besonders dieser Sandstein jetzt, wenn er schon so in der Sonne leuchtet. Und auf dem Weg hier hoch steht oben schon Kunstsammlungen der Feste Coburg, Kutschen und Schlitten. Da vorne kommt dann das nächste mit Glas. Und das danach kann ich noch nicht sehen, trotz Brille. Aber macht nichts. Und zu der Seite einmal blenden lassen, weil gestern in Bamberg hatten wir doch einiges an Regen. Den Tag davor war es schön, aber so Sonne tut dann doch immer gut, auch wenn es erst frostige Temperaturen hat, muss man sagen. 3 Grad stand gerade auf dem Thermometer. Ja, das dritte Schild ist Kunsthandwerk, was hier noch angeboten wird. Aber jetzt, wie gesagt, erstmal hoch zur Feste Coburg. Wenn man diesen Weg hier hochkommt, schaut man erst hier auf diese beeindruckende Mauer. Das hatte ich ja gerade schon mal so gezeigt von unten. Und dann der untere Torbogen oder der Brückenbogen lädt eigentlich schon ein, dass man erstmal unten hergeht. Aber man ist ja doch neugierig, wie das Ganze von vorn hier wirkt. Und hier ist auch nochmal so eine Erklärung über Schloss und Festung, die ich jetzt aber nicht komplett vorlese. Das wisst ihr nur soweit. An den Befestigungsanlagen der Feste Coburg lässt sich bis heute die wehrtechnische Entwicklung im Burgenbau in der Zeit von etwa 1420 bis 1650 ablesen. Burgen hatten eine wichtige Wehr- und Verteidigungsfunktion. Und den Rest könnt ihr jetzt durch Standbild selber lesen. So haben wir da alle was von. Ich muss nicht alles vorlesen und ihr könnt es in Ruhe lesen. So, hier kommt jetzt der erste kleine Bogen, wo wir durchgehen dürfen. Um dann, ja, wahrscheinlich die Burg von vorne zumindest in ihrer ganzen Schönheit schon mal sehen zu können. Also ist schon beeindruckend. Wirkte vom Weiten schon sehr schön. Aber jetzt von hier macht ihr euch am besten wieder selber ein Urteil. Aber das ist schon klasse. Jetzt wollten wir gerade schon direkt reingehen, haben dann aber doch noch hier diese kleine Ecke gesehen. Und das sieht so schnuckelig süß aus. Dann machen wir doch noch mal einen kurzen Abstecher. Mal ganz neugierig ums Eck geguckt. Ach, das ist der Fußweg hier. Wahrscheinlich von Coburg kommend. Aber mich interessierte jetzt gerade hier diese kleine Kanzel. Wo man so reingeht. Die Stimme sich verändert. Das hallt richtig. Der Blick Richtung Sonne. Das sieht wunderschön aus. Ich hoffe, ihr erkennt das im Hintergrund auch mit dem doch sehr bergigen Land schon. Und hier guckt man einfach aus Bäumchen. Und wenn man aus der Kanzel rausschaut, hat man auch mal hier so einen schönen Blick auf den Eingangsbereich. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin schon gesehen habt bei der ersten Einstellung, aber da oben auf dem Torbogen sind die Fässer mit den Kanonenkugeln nochmal abgebildet und die Kanonen selber natürlich auch. Der Löwe daneben fällt daher kaum noch auf, finde ich. Das ist erstmal so das
Erste. Und das Wappen hat auch was für sich und viele kleine Ritter, Rüstungen da drinne, Tiere und sonstige Symbole. Und ein Stück höher in dem Türmchen sind ganz viele Raben, die da rein und raus fliegen die ganze Zeit. Und auch schön zu sehen, diese Schwerter dort im Bild. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir nachher hier in den Burggarten einkehren können und noch einen Kaffee genießen. Aber die haben leider bis zum 31.01.23 Betriebsferien. Hier geht es jetzt zum Aussichtspunkt Bastei Rautenkranz. Aber noch einmal die Sonne. Wir sind total fasziniert, wie schön das aussieht mit dem Licht hier. Ich hoffe, die Kamera kann das so halbwegs einfangen, dass ihr da auch was von habt. Ansonsten, wie immer, wenn man auf solchen Hügeln ist und das Wetter mitspielt, eine herrliche Aussicht rundum. Das werdet ihr jetzt sehen. Aber hier ist halt jetzt diese kleine Kanzel, die wirklich sehr klein ist. Ich bin ja so ein bisschen über 1,80 und muss hier deutlich runtergehen, um überhaupt reinzukommen. Aber dann wieder diese schönen kleinen Scharten hier zum Rausgucken. Und aus der Kanzel raus sieht man schön, wie es hier so entlang geht. Auch unterhalb der Anlage. Wenn man dann reinkommt in diesen Burgeingang, ist hier oben schön nochmal zu sehen, das Tor, was dann hoch und runter gelassen werden konnte. Und hier geht es dann rein. Das ist schon ein bisschen mehr Tunnel, als ich das sonst von den Burgen kenne. Das sind ja sonst mehr oder weniger so kleine Torbögen von 3-4 Metern. Und hier würde ich sagen, sind schon 30 Meter auf jeden Fall, die man durchgeht. Ja, und der erste Blick ist auch nicht verkehrt. Und natürlich oben die bayerische Fahne. Hier gab es mal Grabungen und da hatten sie wohl den ersten Bergfried hier irgendwie entdeckt, vermutet man, aus dem 13. Jahrhundert. Aber der schönere Anblick für mich ist jetzt hier halt dieser Bogen vom Innenhof. Einige Ecken sind gesperrt, weil da gebaut wird, wie ihr seht, dort im Vordergrund auch. Da kann man dann halt nicht hochgehen. Aber ansonsten unheimlich beeindruckend, dieses Gemäuer. Ich bin jetzt gerade oberhalb des Durchgangs, den ich euch gerade hier gezeigt habe. Da kommt man hier so hoch. Den Blick hattet ihr ja schon. Und ja, sieht dann diesen wunderschönen Innenhof hier. Noch ein kleines Ehrenmal hier vorne. Und oben umlaufend dann dieser Bereich. Und so eine kleine überdachte Ecke, wo es runter geht zum Haupttor. Hier so zwischen hat man noch mal diese einzelnen Zwischengänge, wie es da nach oben geht. Und hier gibt es noch ein Kunstwerk, was mir persönlich jetzt nichts sagt, von Gerhard Marx, der 1981 gestorben ist, die verhüllte Eos von 1964. So, jetzt sind wir oben auf der höchsten Burgebene. Zumindest jetzt auf dieser Seite, was man so sehen kann. Mit Blick auf den Eingangsbereich. Einmal runter hier, ja, zu dem Gastrobereich, sage ich mal. Und ein so ein Schwenk hier mal übers Umland. Die Befestigung. Und das hat auch hier, also ist alles sehr massiv, muss ich sagen. Und der Innenhof, das ist echt wunderschön.
mit so vielen Details, egal ob es irgendwelche Schnitzereien in dem Ständerwerk ist oder die Abläufe von den Regenrinnen, das sind einzelne Gesichter, so wie man es hier, glaube ich, ganz gut schon erkennen kann. Und so ist das an jeder Rinne mit verschiedenen Gesichtern. Wie gesagt, und das Fachwerkhaus, das Bleiglas, insgesamt sehr, sehr schön. Hier geht es wieder in so eine kleine Kanzel, wo man dann durchgehen kann. Und auch hier wieder eine herrliche Aussicht hat. Unter anderem denken wir, dass dort hinten, ich zoome das Ganze mal, Schnee zu sehen ist. Vielleicht erkennt man nachher auf dem großen Bildschirm, dass es was anderes ist, aber wir sind erstmal der Meinung, dort ist Schnee zu sehen. Und von der Temperatur her ist das durchaus möglich. Wir haben hier gerade noch entdeckt, dass hier wieder sowas ist, wo erklärt steht, was in welche Richtung ist. Unter anderem hier die Heldburg, Schloss Kallenberg. Und Schloss Kallenberg müsste, so wie wir das jetzt hier sehen, dort, ich zoome mal, das müsste das sein. Und hinter dem Schloss Kallenberg, was man sieht, ist die Wasserkuppe Richtung Fulda. Und die ist Luftlinie 100 Kilometer. Also man hat hier rundum schon eine sehr gute Sicht auf den Thüringer Wald, auf die Rhön und Richtung, habe ich jetzt vergessen, Richtung Süden. Richtung Fränkische Jura und Maintal. Das war das, was ich gerade vergessen hatte. Und schaut mal, hier gibt es einen kleinen Kräutergarten. Ich stehe vorm Türchen, da darf man nicht rein. Ist aber auch nicht dramatisch, man erkennt es ja so auch. Direkt hier vorm Gebäude mit dieser schönen, sehr massiven Tür. Und hier erkennt man nochmal, heißen die Gargoyles? Ich weiß es gar nicht. Die hier so an diesen Regenrinnen enden. Hatte ich ja vorhin schon einmal von der anderen Seite gezoomt. Aber jetzt bin ich deutlich näher dran, da kann man es auch besser erkennen. Und dann gibt es das überall dort. Ist das verziert wie eine Schlange rundum. Und auf der Seite der nächste Regenablauf. Und der blaue Himmel im Hintergrund. So seht ihr das auch mal richtig. Es ist wirklich wunderschön, aber eisekalt. Gerade im Wind jetzt hier. Hier geht es jetzt eher darum, dass ihr hört als seht. Das ist der Burgbrunnen. Und zwar hier. Vorher auch schon mal irgendwo im Bild gewesen, aber hatte ich noch nicht so auf dem Schirm selber. Also da hört man richtig, wie das Wasser fließt drin. Und ein schönes Kanönchen hier mit schönen Verzierungen auch beschriftet. J.T. Berenger Douai 1813. Die kamen ja ganz oft aus Frankreich. Ich denke mal, dass das hier auch so der Fall sein wird. Atalante. Ich denke mal, ja. So, hier kommt das nächste Tor. Und wenn man durchgeht, gerade erstmal kurz stehen geblieben, direkt die Kamera zücken, weil der erste Blick hier rein war schon wieder so beeindruckend. Und ich filme dann immer gerne direkt, weil das viel mehr so das, oder ich gebe dann viel mehr das so wahr, wie ich es auch wirklich empfinde und sehe. Und das ist immer besser, als wenn man sich was anschaut, dann reingeht und alles zeigt und erklärt. Finde ich zumindest. Ihr wisst ja, ich mag das eher so authentisch und so wie es ist. Da wird nichts geschönt oder sonst was. Mir läuft die Nase, mir frieren die Finger ab und trotzdem ist es total schön hier.
Und schaut mal hier, da geht es nachher noch runter durch diesen beleuchteten Bereich. Da zoome ich noch einmal und dann muss ich hier gleich erst wieder was lesen. Ist das nicht wunderschön? Das ist schön. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Diese Bibelstelle, Psalm 118, Vers 17, schrieb Martin Luther an die Wand seiner Studierstube, allerdings in Latein, wie es auch unter dem Relief an dem Treppenturm zu lesen ist. Hier geht es jetzt in den ehemaligen Bärenzimmer, belegt etwa von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1916. Und da gibt es sogar noch ein Exponat eines Bären. Aber erst einmal schwenke ich wieder mit der Kamera so hoch und runter, damit man also das Ganze hier sieht. Auch zu der Seite mit diesen wunderschönen Bleigläsern da oben. Die einzelnen Schreine hier an der Seite. Wunderbar. Und hier sieht man dann einmal das Bärchen. Nicht, dass ich das gutheißen würde, dass die hier irgendwo waren, aber das war halt eine andere Zeit. Muss man ja auch einfach mal sehen. Und hier handelt sich es um einen männlichen Braunbär, ein Präparat aus dem Jahr 1867. Das Ganze ist eine Leihgabe des Naturkundemuseums Coburg. 1867. Da sieht man mal, wie lange so ein Präparat doch halten kann. Hätte ich so nicht gedacht, habe ich mir aber auch nie Gedanken drüber gemacht. So, nach dem französischen Kanonenrohr, was wir vorhin hatten, gibt es jetzt hier ein chinesisches Geschützrohr aus der Qing-Dynastie. Konstrukteur ist Nan Huai Wen. Ferdinand Fürbest, flämischer Jesuit. So steht es hier geschrieben. Weiß nicht, kann man da auch mal reingucken oder ist das wohl zu? Na, es ist geschlossen. Aber auch schön, hier die ganzen einzelnen Schriftzeichen dieses Chinesischen. Ich gehe mal näher ran, so müsste man es erkennen. Sehr interessant. Wenn man jetzt vom Innenhof wieder so 3-4 Stufen runter geht, ist der nächste Bogen hier. Ich habe gerade schon gesagt, das ist hier unheimlich detailverliebt gebaut worden. Da steckt richtig viel Planung hinter und Herzblut, glaubt mal. Also, ich sage jetzt einfach mal, das ist bisher mit die schönste Burg, die ich mir angeschaut habe. Auch vom Sanierungszustand her. Es sieht schon sehr gut aus, aber nicht übersaniert. So wie Schloss Neuschwanstein fand ich von außen ja auch schön, aber halt übersaniert. Und hier, das wirkt halt noch sehr schön original alles. Dort steht auch nochmal geschrieben, dass jetzt dieser Bereich der Herzoginnenbau ist, der dann einmal hier so, ich halte mal jetzt an der Seite lang, weil ich sonst das Ganze nicht drauf kriege, weil das hier mehr oder weniger so wie ein kleiner Burggraben ist. Von der Art und das Gebäude dann hier zwischen dem oberen Hof, dieser kleine Graben und dann kommt schon das Gebäude. Da kann man nicht ganz so gut filmen, aber es ist unheimlich toll hier. Und das ist dann das Herzoginnenhaus einmal so im Schwenk. Ich bin immer noch zu nah dran, das ist unglaublich. Und dazu gehört auch ein eigener kleiner Brunnen. Der andere Brunnen war 28,5 Meter tief, hier stand jetzt nichts dran, aber man konnte den Wasserspiegel sehen. Und hier nochmal ein schönes Grenzschild des Herzogentums Sachsen-Coburg Ende des 19. Jahrhunderts. Jetzt nochmal was Untypisches, aber hier selbst die Toilettenanlagen, wenn man hier in die Burg reinkommt, toll gemacht mit dem alten Gemäuer und so. Ich weiß, gehört eigentlich nicht dazu, aber ich bin gerade angenehm überrascht. So, hier geht es jetzt wieder Richtung Ausgang. Und
Ich würde sagen, uns hat das hier sehr gut gefallen. Leider ist jetzt außerhalb der Saison, die geht von April bis Oktober, das Ganze vormittags geschlossen und jetzt im Januar montags komplett geschlossen. Das heißt, heute ist Montag und wir können leider nicht weiter rein in die Burg. Haben es aber auch so sehr genossen. Das hat schon einen guten Eindruck hinterlassen, das Ganze hier. Und wirklich, ja, also ich würde sagen, man kann es definitiv empfehlen, sich hier die feste Coburg einfach mal anzuschauen. Ne? Hier nochmal so ein kleiner Blick zurück auf das Ganze. Und das war's dann. Macht's gut, euer Markus.